Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed hier bei Explorer P. Schön, dass du eingeschaltet hast. Frosch ihm Hals. Weg ist er. So, neue Aufnahme Sessiones. Wir. Nee, ich, Singular. Hab mich schon mal hier oben in den Norden geportet, weil wir machen die Quest weiter. Der Weg der Gabianer. Hatten wir ja vorletzte Folge angefangen und wir sollen jetzt nochmal mit Kleopatra reden. Trifft sich gut, weil hier oben haben wir noch ein bisschen unerkundetes Gebiet und wir hangeln uns jetzt mal so langsam vor. Das heißt, wir werden das Fragezeichen hier mitnehmen und dann aber schnurstracks zur Königin des Nils wandern. Die Lautstärke am Kopfhörer leiser machen. Jetzt habe ich gleich einen Tinnitus. So, Bayek. 600 Meter. Da könnten wir doch. Oh, miese Katzchen. Ohne Haare. Reiten war das Wort. Wo ich mich eben eingeloggt habe, stand da 59% des Ziels haben wir schon erledigt. Des Spiels, ja. 59%. Ach, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Haben wir das noch nicht entdeckt? Turpentine? Doch, das haben wir schon. Wir müssen noch rüber. Okay. Dann steigen wir ab. Ich würde sagen, wir schwimmen rüber. Du schwimmst hier nicht weg! Doch, mach ich. Hab nämlich keine Zeit. Wir sind in Aufnahme. Möglichkeit, großartig rumzueideln. 1800 Gegner haben wir schon erledigt. Das sind schon sehr immense Zahlen und über 300.000 Meter zurückgelegt. Ich könnte das Spiel ja schon fast als Wandersimulator abstempeln. Ja, ist doch gut jetzt, Freunde. Ich weiß, wir könnten tauchen, aber ich will jetzt rüber schwimmen. Gummi geben! Da. Upsala. Blut aus dem Po. So, jetzt sollten wir gleich Ruhe haben. Plups. Immer noch nicht. Was ist da los? So, jetzt aber. Okay. Es wird ruhiger. Wer ist er? Okay. Schatz plündern. Was? Oh. Nein, alles gut. Level 31, okay. Dann warten wir ein bisschen. In der Zeit könnten wir schon mal... Flups, 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 flups. Wo soll der Schatz sein? Irgendwo hier? Da drin natürlich. Okay, dann warum können wir dann nicht... Wir müssen die doch gar nicht erledigen, oder? Da. Explorer stiftet direkt Unfrieden. Ja, ich habe außerhalb der Folge... Wir hatten noch... 5 Talentpunkte, ich habe nochmal 3 in die Giftpfeile gesetzt. Und 2 in Nahkampf. Aufpassen. Hier stimmt was nicht. Uns überrumpelt nichts, Bruder. Das sehe ich mal. Ja, komm, dann versuchen wir es doch. Sollen wir uns jetzt mit den 4 Deutschen hier abhalten? Abhalten. Aufhalten. Ich hab Wortfindungsstörung. Da ist irgendwas. Ganz nah.
Okay, was wir brauchen. Nein, das war nicht. Das wollte ich. Ist doch mal was. Sonst noch was? Ich glaube, wir sollten auftauchen. Okay. Ist er. Er lebt ja immer noch. Aber er ist vergiftet. Ist vergiftet und tot. So. Bäh. So, hier war noch Blut. Beschützt den Neb! Ach, da ist noch einer. Oh. Los! Oh. Da bist du ja! Oh je. Ich hab das Ziel in Sicht. Verschaff mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Wo willst du denn hin? Ich reiß dir die Eingeweide raus! So. Ja, ist gut. So. Alter! Okay. Tschüss! Aber wir sind schon ready. Dann mach's gut. Jetzt gar nicht auf dem Schirm. Haben wir das denn jetzt hier abgeschlossen? Jo. Cleopatra, dort oben ist sie. Dann war da oben war noch. Ja, das holen wir uns dann in den nächsten Folgen. Nächstes Fragezeichen. Hier müssen wir lang. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier großartig irgendeine Festung einnehmen müssen, weil dann könnte es zeitmäßig ein bisschen eng werden. Aber schauen wir mal. Wir brauchen Tiger. Beziehungsweise deren Fell. Damit wir unsere Ausrüstung mal so auf den legendären Grad bringen können. Ein, zwei Teile haben wir ja schon, aber... Geraklon. Okay. Scheint friendly zu sein. Nies Haus. Da wollen wir hin. Hat da oben ist ein Schatz. Wird er beschützt? Wird beschützt. Halt! Bleib stehen! Ja. Ups. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Können wir denn nicht? Sind zwei. Okay. Ist jetzt ziemlich blöd, dass wir auf diesem Kack-Ass hier stehen. Hey, was? Also, langsam. Ist doch nichts. Da bist du ja. Hallo. Alter. Ja. Nein, das ist nicht. Das ist gut. Was? Hey! Stirb endlich! Halt.
Alter! Da. Gut. Ich hab mich geplündert. Da unten haben wir noch was. Auch erledigt. Weiter geht's. Aber ja, Bekämpfung einer Plage. Ja, wollen wir ja nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Schnellreisepunkt und schauen mal zu, dass wir schnell zu Cleopatra kommen. Dann schaffen wir das in der Aufnahme noch. Wir sind jetzt bei so knapp 11 Minuten. Sabine, was? Tempel des Schons. Zerstöre die Statue. Scheint wieder viel Arbeit hier zu geben. 170 Meter, das ist aber außerhalb, ne? Hier oben. Dort oben. Ihr habt anscheinend zufällig Löwen an Bord, ne? Doch, haben sie. Okay, die müssen wir uns holen. Okay, Waffen an Bord. Hallo? Freunde? War nur eingefärscht waren sie. Also nicht wirklich eine Bedrohung. Das war ja gewollt. Nur auf das Türmchen sollen wir. Ist nichts. Da ist noch was. Brauchen wir jetzt wieder Pfeile? Gehst du da hoch? Geht er nicht? Geht er nicht? Da geht er hoch. Alter, weiter. Weiter. Danke. Okay, da muss man hoch. Verbrenn dich jetzt nicht. Synchronisieren. Da haben wir schon mal einen Schnellreisepunkt, können wir uns jederzeit wieder hier hinporten. Und ab in die Suppe. So, Cleopatra. 170 Meter. Wir können irgendwas erweitern. Ausrüstungstechnisch. Zeigt uns der kleine weiße Hammer auf der rechten Seite oben. Irgendein Rüstungsteil können wir pimpen. Ich will keinen anderen Spieler rächen. Will ich nicht, mache ich nicht. Bringt auch noch 100 XP. Pille Palle. So, Schnucki. Ich komme mit eurem Wein. Mögen euch. Was immer. Ja, seht, wer zurückgekehrt ist. Bayek von Siva. Perfekt, dass du uns in Heracleion triffst. Der Stadt des Weins, der Frauen und allem, was ein Magi wie du verlangt. Und verdient. Ah.
Auf die Königin! Bayek, du kommst genau im rechten Moment. Kleopatra, ich suche immer noch die Mörder meines Sohnes. Der Orden ist neutralisiert. Habe ich für mich gejagt oder für euch? Wir haben noch zwei Namen. Der Orden darf nicht... Und wie viele Namen kommen noch? So viele, wie nötig sind. Ich will meinen Sohn in das Totenreich bringen, wo er hingehört und nicht... Ich schätze euch, Kleopatra. Aber eure Aufträge verführen meine Frau, nicht mich. Was bedeutet dir dein Abzeichen? Hast du's vergessen? Dieses Abzeichen bedeutet euch mehr als mir. Es ist kein einzelner Mann, den wir bekämpfen. Nichts endet einfach. Aya hat verstanden, dass es eine neue Wirklichkeit gibt. Wir sind deine Pharaonen. Du bist ein Magi für ganz Ägypten. Folge uns. Wir haben ein Geschenk. Oh, Geschenke sind schön. Apropos Magi. Gibt es Neues von Aya? Aya verteidigt immer noch das Meer. Wir erwarten Pompeius und seine Flotte jeden Tag, um uns gegen den Orden zu verbünden und das Land zu verändern. Das wird wohl nicht das Geschenk gewesen sein. Bei meiner Jagd sah ich vieles, das mich angewidert hat. Unser Land wird auf furchtbare Weise unterdrückt. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Orden wieder Fuß fasst. Ja, Bayek. Die zwei neuen Namen, der Schakal und der Skorpion, gehören zum inneren Zirkel unseres Bruders. Wir glauben, dass sie hinter dem Anschlag auf unser Leben stecken. Ein Anschlag auf euer Leben? Durch Phylakis eures Bruders? Schwer zu sagen. Ein Gabinianer. Einer von Septimius' Kriegern. Sie bilden eine Miliz mit 2000 Mann. Wir wollten uns mit ihnen verbünden. Mit Septimius? Dieser Römernarr? Er führt sie an? Ja, der Träumer, der sich als wahrer Ägypter ausgibt und doch einen Mann schickt, um uns zu ermorden. Nicht sehr ägyptisch, wenn du uns fragst. Aya glaubt, er arbeitet für den Orden und hat hier einen Stellvertreter namens Venator. Vielleicht ist er der Maskierte, der den Tod meines Sohnes verantwortet. Mein Geschenk. Wurzifer! Verdammt nochmal, tötet mich einfach, ihr Narren! Hier ist ein Geschenk. Er ist im Orden der Ältesten, wie Septimius. Er hat an der Villa herumgeschnüffelt. Vielleicht weiß er, wer deinen Sohn getötet hat. Mein Bruder Septimius erschlug deinen Sohn und ich geb einen Scheiß drauf. Dir geb ich drauf scheißen! Ich hab nur die Zwillinge gefickt, Venator! Hast du genug? Ich werde noch mehr aus ihm rausholen. Ich schlage vor, du besuchst das Bordell in der Stadt. Ja. Geh und wühle dich durch Dionysos Stadt. Und decke die Verschwörung gegen uns auf. Gut. Der Schakal. Septimius ist in der Stadt. Sein wichtigster Phylakis ist ein Mann namens Venator. Es gibt Gerüchte, dass er sich gern im Bordell herumtreibt. Ich werde die Stadt säubern. Und für unsere Sicherheit sorgen. Jawohl, ja. Werden wir machen. Wenn wir die Question angenommen haben. Aufklärungsarbeit. In seiner Familie bisher hat er sich akzeptieren. Eine Question zugefügt. So, hier scheint nichts zu sein. Gut, dann haben wir hier massig Arbeit. Ich würde sagen, in der nächsten Folge arbeiten wir uns hier rum. Ja, ne? Machen wir. Haben wir hier? Kämpfung einer Plage. Ja, tätig sein. Bietet sich an und dann haben wir wieder ein ganzes Stück freigespielt hier oben. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.